jetzt machen wir weiter mit dem Concealer. Ja. Ich benutze jetzt hier von Maybelline den Fit Me Concealer in der Farbe 10. Ja. Und den trage ich jetzt auf. So, für meine Lippen benutze ich jetzt erstmal, damit die nicht so trocken sind, wenn ich gleich Lippenstift oder Lipgloss drauf mache, benutze ich wie immer Carmex. Das ist auch für mich die beste Lippenpflege überhaupt. Kann man das auch ganz einfach so als Lipgloss benutzen, weil die sehr feuchtigkeitsspendend ist. Und die glänzen dann auch immer so schön, dass sie dann auch echt natürlich aus. Für meine Augenlider benutze ich den Hoola Bronzer von Benefit. Den benutze ich immer als Bronzer und als Lidschatten. Ich finde, das sieht einfach immer richtig schön aus. Und ja, das Ganze trage ich dann mit einem Concealer Buffer auf, 142 von Soeva. Ja, einige denken jetzt, oh mein Gott, wie blöd bist du? Concealer Buffer hat ja nicht umsonst diesen Namen. Ich weiß, aber ich komme halt irgendwie besser mit dem klar. Kann das irgendwie besser mit dem verteilen. Also hier mache ich wirklich gar nicht viel. Ich gebe das halt wirklich aufs Lid auf und verblende das einfach nach außen hin auch ein bisschen nach oben. Also wirklich viel könnt ihr da jetzt nicht falsch machen. Einfach immer richtig gut verblenden, das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann sieht es halt auch echt immer schön natürlich aus. So ungefähr. Jetzt konturiere ich meine Nase. Da benutze ich jetzt einen... Ich benutze die Pinsel nicht so, wie man die benutzen sollte. Und zwar ist das ein... Lux Smoky Shadow, sagt auch schon alles. 234 auch von Soeva. Ja, da benutze ich auch den Hoola Bronzer für und den konturiere ich. Und jetzt konturiere ich meine Wangenknochen, oh mein Gott, mit, eigentlich ist das wahrscheinlich ein Puderpinsel, also ist jetzt kein besonderer Pinsel, irgendein Pinsel, mit dem ich halt auch am besten arbeiten kann. Und das müsst ihr halt auch richtig gut verblenden. Es kann auch sehr schnell fleckig werden. Und dann gehe ich halt hier hoch zur Stirn und blende das dann so aus. Damit, weil ich eben, also ich habe jetzt nicht die kleinste Stirn, obwohl es jetzt gerade nicht so auffällt, deswegen... Wenn man das hier so ein bisschen dunkler macht an der Stirn, die Seiten, dann geht die Stirn auch automatisch ein bisschen kleiner aus. Es ist einfach so krass, es ist wirklich ein Unterschied. Es sieht nicht draufgeklatscht aus, man ist trotzdem schön braun. Ich finde, das ist so ein geiles Ergebnis. Also, mein Gott, ey, ich fühle mich richtig. Nein. So, und jetzt benutze ich... einen Augenbrauenstift und ja, meine Augenbrauen sind jetzt gezupft, also ist einfach sauber gezupft, jetzt nichts krasses und dann gehe ich halt einfach immer so ein bisschen mit so einem Augenbrauenstift drüber, mache vorne so ein paar Härchen, damit das ein bisschen weiter nach vorne, vor allem die Seite hier, fülle das nochmal so ein bisschen aus und ja, damit es halt ordentlicher aussieht. Kämme aber dann erstmal meine
Augenbrauen. Ich benutze von Catrice Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil und ist wasserfest. Also ist wirklich ganz, 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 ganz dünn. Aber das finde ich auch gut, weil damit kann man, finde ich, besser zeichnen. Und da mache ich mir einfach die Härchen ein bisschen, zeichne ich nach. Mach unten auch so eine Linie. So, und jetzt verblende ich das Ganze. Also weiche das so ein bisschen aus. Jetzt benutze ich das Augenbrauengel von Benefit und fixiere das Ganze. Benutze ich so einen Pinsel hier, mache mir so ein bisschen Foundation, wollte ich gerade sagen, oder Concealer auf den Handrücken. Und jetzt packe ich das so ein bisschen da ein, nicht zu viel. Und jetzt mache ich das so ein bisschen noch sauber, vor allem hier. Kommen wir zum Mascara. Ich benutze jetzt von NYX die Worth the Hype Waterproof Mascara. Ja, die trage ich jetzt auf. Benutze ich einen weißen Kajal, meiner ist jetzt von Catrice und damit gehe ich die Wasserlinie entlang, um das Auge so ein bisschen zu öffnen. Bake ich, und zwar benutze ich einfach Babypuder und ja, treibe das Ganze unter mein Auge auf, um den Concealer auch wirklich zu fixen, dass sich einfach der Concealer nicht in die Fältchen absetzt. Ein bisschen hier und ganz minimal hier. So, das lasse ich jetzt ein bisschen einwirken und jetzt kommen wir schon zu den Lippen. Zuallererst benutze ich einen Lip Liner von NYX in der Farbe. Ist es die Farbe? SPL 860. Ich benutze jetzt hier von Trend & Up High Volume Lip Lampa. Ist halt einfach ein Lipgloss und den trage ich jetzt auf. Und der hat so ein Menthol Geschmack oder wie man das nennen mag, sodass halt dadurch die Lippen so ein bisschen aufplustern sollen. So, jetzt kommt das Babypuder weg und jetzt benutze ich von Essence Brighten Up Banana Powder und gehe da mit einem Highlighter-Pinsel rein. Ja, das ist halt typisch ich. Ich will das halt ich mache das halt so auf meine Art. Und da gehe ich jetzt erstmal rein und wische das jetzt damit weg. Ja. Ich benutze hier das Blush von Benefit Rocketeur. So sieht das alles so ein bisschen frischer aus und man sieht einfach gesünder aus. Immer schön lächeln dabei. Oh mein Gott, endlich benutze ich mal den richtigen Pinsel. Den Highlighter-Pinsel von Evelyn. Und ja. Geht's.
bisschen über die Knochen hier. Nochmal ein bisschen drüber gehen. Und tada, das Make-up ist fertig. Ja. Das ist jetzt das fertige Ergebnis, Make-up. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt es sehr, 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 sehr gut. Ich bin super zufrieden und ja. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Also einen schönen Tag und viel Spaß beim Schminken, Ladies. Tschüss!